Wenn gezockt wird, dann geht es meist um Kohle. In diesem Fall um viel Kohle. Sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Denn es geht darum, wie viel Entschädigung die Kraftwerksbetreiber hierzulande bekommen, damit sie im Rahmen des Kohleausstiegs möglichst rasch ihre Kohlekraftwerke, so wie dieses hier in Hamburg-Moorburg, abschalten. Und das Verfahren dafür, das läuft über eine recht ungewöhnliche Auktion. Nicht der Bieter mit dem höchsten Gebot erhält den Zuschlag, sondern eher der mit dem niedrigsten. Oder anders ausgedrückt, je geringer die verlangte Entschädigung, desto höher die Chancen. Und so viel vorweg, Moorburg wird nun schon bald abgeschaltet. Barbara Jung und Franziska von Thiesenhausen. Überdimensioniert und wie aus der Zeit gefallen. Das hieß es über das Kraftwerk Moorburg in Hamburg schon bei der Inbetriebnahme vor gerade einmal 5 Jahren. Es gilt zwar als vergleichsweise modern und effizient, stößt aber laut EU mehr klimaschädliches CO2 aus als jedes andere Kraftwerk oder Unternehmen im Norden. Dass das Kraftwerk nun 17 Jahre vor der geplanten Stilllegung vom Netz geht, für den grünen Umweltsenator und seine Partei, die jahrelang dagegen gekämpft hat, eine gute Nachricht. Na, das ist heute ein Tag der Befriedigung und der Genugtuung. Es wäre besser gewesen, das Kraftwerk wäre nie ans Netz gegangen. Jetzt nach vielen Jahren harter Auseinandersetzung ist es erreicht. Für die Hamburger Haushalte wird sich dadurch nichts ändern, so die Einschätzung des Senators. Die energieintensive Industrie jedoch fürchtet Nachteile. Sie verbraucht mehr als die Hälfte des in Hamburg benötigten Stroms. Wenn plötzlich eine der größten Erzeugungsanlagen in gesamt Norddeutschland abgeschaltet wird, ist die Frage, welche Alternativen die Politik dafür zu bieten hat. Die sehe ich im Moment noch nicht. Deshalb ist die große Freude darüber, die ich an der einen oder anderen Stelle wahrnehme, total verfrüht. Für den Betreiber Vattenfall war Moorburg von Beginn an ein Verlustgeschäft. Knapp 3 Milliarden Euro hat das Kraftwerk gekostet. Es war nie profitabel. Durch die Auktion der Bundesnetzagentur erhält Vattenfall nun eine Entschädigung für die Schließung. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Im Januar gehen die Meiler in Hamburg in eine Art Stand-by-Modus. Im Sommer ist dann wohl endgültig Schluss. Vor dem Hintergrund des deutschen Kohleausstiegsgesetzes haben wir mehrere Alternativen für Moorburg sorgfältig geprüft, einschließlich eines Brennstoffwechsels und des Verkaufs des Kraftwerks. Jetzt werden wir die Planungen für die vorzeitige Schließung vorantreiben. Schluss mit Kohle, das heißt es neben Moorburg auch für das Kraftwerk im westfälischen Ippenbüren. Insgesamt werden an 11 Standorten Kohlemeiler abgeschaltet, darunter kleine Anlagen mit wenigen Megawatt Leistung und große mit mehr. Die Betreiber wären gerne noch mehr Meiler losgeworden. Die Nachfrage war so groß, dass die Bundesnetzagentur die günstigsten Angebote auswählen konnte. Die höchstmögliche Entschädigung wurde gar nicht erreicht. Für Bundeswirtschaftsminister Altmaier ein gutes Ergebnis. Das bedeutet, der Kohleausstieg wird für den Steuerzahler dann nicht ganz so teuer, wie viele es befürchtet haben. Die Marktwirtschaft funktioniert und wir sehen, dass auch in der Energiewirtschaft die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien Fahrt aufnimmt. Hamburg sieht die Chance auf einen Neuanfang und will am Standort Moorburg nun auf eine Technologie der Zukunft setzen, grünen Wasserstoff. Und über dieses Verfahren zum Kohleausstieg habe ich am Abend mit Claudia Kempfert gesprochen, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Abend, Frau Kempfert. Guten Abend, ich grüße Sie. Sie haben heute auf Twitter gepostet, als Sie vor 10 Jahren vor der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks in Moorburg gewarnt hätten, da seien Sie mit Tomaten beworfen worden. Haben Sie jetzt ein klein wenig Genugtuung, dass Moorburg als eins der ersten vom Netz gehen wird? Nein, Genugtuung überhaupt nicht. Unsere Aufgabe ist ja davor zu warnen, dass es energiepolitische Fehlentscheidungen gibt. Und das war ganz klar der Fall. Nicht nur in Moorburg, auch in anderen Städten wurden ja noch neue Kohlekraftwerke genehmigt. Und gerade Moorburg ist völlig überdimensioniert. Man brauchte dieses Kraftwerk nicht. Und das sind Stranded Investments, also Investitionsruinen, kann man ja fast sagen. Und davor zu warnen, ist dann auch wissenschaftliche Pflicht. Jetzt ist es so und jetzt müssen wir da durch und besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber wenn das so ist, wie sinnig ist es dann Ihrer Meinung nach, dass man einem Unternehmen, das, wie Sie ja damals schon sagten, falsch geplant hat, falsch investiert hat, ein Stranded Investment, wie Sie es nennen, das dann auch rote Zahlen schrieb mit Moorburg, dass das jetzt versüßt bekommt, was ohnehin bald von alleine gekommen wäre, nämlich das Aus dieses Kraftwerks?
Ja, es ist unprofitabel, es ist ganz sicher so. Vattenfall hat ja auch versucht, in den letzten Jahren dieses Kraftwerk zu verkaufen, ohne Erfolg. Und in der Tat muss man dann fragen, wie weit Entschädigungszahlungen überhaupt gerechtfertigt sind. Die sollten sich ja auch laut Kohlekompromiss darauf ausrichten, welche entgangenen Gewinne am Markt möglich wären. Und wenn die Gewinne jetzt sehr gering sind, beziehungsweise sogar Verluste geschrieben werden, muss man schon fragen, wie weit es tatsächlich zu rechtfertigen ist, dass der Steuerzahler dies noch bezahlen muss. Welche Antwort hätten Sie darauf? Das heißt, würden Sie ein ganz anderes Verfahren vorschlagen? Ja, man hat eben im Rahmen dieses Kohleausstiegsgesetzes verabredet, dass Entschädigungszahlungen geleistet werden, auch bei Braunkohlekraftwerken, die ja auch üppig sind. Das ist ohnehin zu hinterfragen, wie weit das möglich ist. Aber man hat deutlich gesagt, es muss sich orientieren an den möglichen Gewinnen. Und wenn die nicht da sind, dann müsste man auch sagen, die Entschädigungen sind eben nicht da. Und das geht dann auf Kosten der Steuerzahler. Aber umgekehrt gilt auch die Frage, wie hilfreich ist es, wenn jetzt eins der modernsten Kraftwerke immerhin abgeschaltet wird und viel schmutzigere Kohlekraftwerke noch Jahre weiterlaufen dürfen? Ja, das ist Teil dieses Kohlekompromisses, den wir auch kritisiert haben, dass gerade schmutzige Braunkohlekraftwerke noch sehr lange am Netz bleiben, ja auch bis 2038. Und man damit eigentlich hätte man es umgekehrt gemacht, erst die sehr schmutzigen Braunkohlekraftwerke und dann erst Steinkohlekraftwerke aus Klimasicht besser gefahren werden. Aber so ist es jetzt eben. Man hat sich so entschieden und Moorburg oder auch andere Kraftwerke, gerade die Steinkohlekraftwerke, sind nicht profitabel. Es war abzusehen, dass es vom Netz geht. Insofern ist das jetzt auch der richtige Schritt. Aber irgendwie klingt es doch trotzdem, wenn ich so salopp jetzt mal sage, Murks. Gäbe es denn nicht noch einen anderen Weg, den man hätte gehen können? Ja, man hätte schon vor 10 Jahren einen anderen Weg hätte bestreiten müssen, indem man eben CO2-Preise, den Emissionsrechtehandel repariert, indem man die Genehmigung gar nicht erteilt für ein solches überdimensioniertes Kraftwerk. Und das ist alles jetzt die Vergangenheit, die man hätte besser machen können. Und jetzt muss man da irgendwie durch und muss jetzt den Schaden begrenzen, den man angerichtet hat. Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vielen Dank für die Analysen. Ich danke Ihnen.